Ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu Top Deal des Tages. Und zwar ist diesmal ein Clemchamp für 6 Euro. Der Preis war gewesen, damals noch eine Figur rausgekommen ist. Ich glaube, 21,99 oder 19,99 ist eine Lux-Figur. Er hat 2 Köpfe dabei, eine austauschbare Hand. Die Figur habe ich mal ein Bild von. Kann man sehen, mal ist da oben. Das ist die Figur. Da war ja damals bei den Vintage, kam der ja zuletzt raus, letzten Wave W5 damals, zusammen mit Scargo, King Vendor, Sorceress, Snakeface. Ich habe mir keinen geholt irgendwie. Also ich finde die Figur persönlich jetzt Geschmackssache. Jeder kann ihn leiden, nicht leiden, ich weiß es nicht. Ich fand den damals irgendwie, der kam raus zu einer Zeit, wo ich Masters kein Interesse mehr so richtig hatte mit der Figurensammlung und so. Da war ich älter geworden, hatte ich Mädchen im Kopf gehabt, andere Toylines, Mask zum Beispiel damals. Und ich, Baystar damals auch, ich weiß gar nicht mehr genau irgendwie. Ich fand Clemchamp damals irgendwie nie gehabt, aber ich finde ihn irgendwie persönlich jetzt langweilig. Es ist eine Figur, er hat so eine komische Kralle dabei, also so, sag mal dazu, irgendwie so ein komisches Ding da, so eine Waffe bei, irgendwie so ein Krallenarm und so dabei. Dann was heißt das hier, das Ding, was ist das hier vorne irgendwie? Da sind so Scheren dabei und eine langweilige Rüstung. Ich finde die Figur einfach nur langweilig, ehrlich gesagt. Irgendwie, ich war so ein Mensch, wie gesagt, Menschen gibt es da wenig bei. Masters of Universe, He-Man, Adam, Prinz, He-Man, Adam gibt es da, Teela, King Mandor, Sorceress, Man-at-Arms. Ein paar gibt es da, ein paar Menschen, aber ich fand die Figur irgendwie so langweilig, weil ich als Kind gewesen bin. Habe ich so Figuren gut gefunden, so, wie soll ich sagen, jetzt, also die Bösen fand ich cool, hat Klauf für so eine Scherenattacke, so eine Greifarm, das war so cool gewesen, so eine Schere halt, als Krabbe fand ich cool, Weiblash, der Schwanz, wo die Leute umkloppen konnte, oder Webster, eine Spinne, die klettern konnte, Jizu, Karatefaust, Fisto, Fist ist auch ein Mensch, wie gesagt, was noch gegeben, coole Figuren, überlege ich gerade die ganzen Bösen, die rausgekommen, Stinko, der gestunken hat, war auch cool gewesen, Too Bad, Spielcore, waren halt coole Charaktere. Snakeface habe ich nicht gehabt, fand Snakeface immer cool. Diese Action-Figur, diese Augen rauskommen, Schlangen rauskommen, fand ich genial. Ich fand auch Squeeze, den langen Arm fand ich genial. King Render fand ich halt cool, ein bisschen so auf Mittelalter gemacht, fand ich auch cool, die Figur. Auch nicht gehabt. Sorceress natürlich für den Hörspielen auch und so. Aber Clemchamp persönlich habe ich nie so einen Zug zu gehabt. Ich habe so gesehen, ich finde menschliche Figuren nicht so interessant bei Masters. Remen war interessant gewesen, da konnte man schon irgendwie schön Remen früher, war cool gewesen. Man-at-Arms, der Waffenmeister, Hörspiele muss man haben, ist eine Wichtfigur, würde ich sagen. Aber Clemchamp kam in Hörspielen, glaube ich, gar nicht vor, glaube ich, ich erinnern kann irgendwie. Und die Figur finde ich, wie gesagt, also nicht so interessant. 6 Euro ist ein guter Preis. Kommt Versandkosten, glaube ich, noch 4, 5 Euro dazu, sind wir bei 11 Euro. Wenn man mehr Sachen bestellen sollte, kann man das wieder ausgleichen, viele Sachen bestellen, ja, viele Angebote da. Eine She-Ra für 10 Euro, ein Merman Masterverse für 7 Euro, eine Katra für 7 Euro, was noch das Schöne ist, ein Sky Sled mit Adam für 12 Euro haben die da zum Beispiel, dann noch ein Snakeface für 11 Euro, kann man kombinieren und dann das Versand sparen, wie gesagt. Ich finde 6 Euro für Clemchamp ist ein super Preis, kann man nicht meckern. Und wie gesagt, die Figur, ich finde die nicht interessant, einige finden es vielleicht interessant, ein bisschen mehr machen, aber das sehen kann, aber die Figur ist ein guter Preis, würde ich mal sagen. Wie gesagt, verstehe es, wie gesagt, ehrlich gesagt, dass Clemchamp so ein Ladenhüter geworden ist. Irgendwie bei den Vintage damals ist er voll so preisig nach oben gegangen, voll beliebt und so. Und irgendwie bei den Orange ist er irgendwie abgelost total. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also bei mir ist es so, ich bin kein Komplettsammler, wie gesagt, ich kaufe Figuren, die mir gefallen. Und Clemchamp finde ich halt, wie gesagt, eine menschliche Figur, Klammerarm dabei und eine Kleifzange dabei, langweilig vom Charakter her. Genauso finde ich Rio Blast total langweilig, ehrlich gesagt. Wenn Rio Blast rauskommt, würde ich auch nicht kaufen, ehrlich gesagt. Da irgendwie so ein, dass der Brustkorb da rauskommt, Kanonen rauskommt, so ein, der wäre perfekt gewesen bei Bravestar, wie gesagt, aber ist auch keine Masters-Figur. Also von den ganzen letzten Figuren bei Vintage rausgekommen sind, finde ich Clemchamp zusammen mit Rio Blast die schlechtesten Figuren der Line, die rausgekommen sind. Uninteressant und langweilig. Ja, wie gesagt, 6 Euro ist ein guter Preis, kann man sich ja kaufen, 2 im Kopf dabei, kann man sich ja, wenn jetzt sammeln will, jetzt Figuren auf Preise achten will, dann viele Figuren haben will zu guten Preisen, wäre es eine Möglichkeit zu haben, einen Clemchamp für 6 Euro zu bestellen. Ich habe den Link in der Beschreibung reingepackt, dann sage ich mal schönen Abend noch und bis bald. Ciao!